Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Wochenorakel für die kommende Woche. Wir schauen natürlich von Montag bis Sonntag und wir schauen diesmal vom 2.5. bis zum 8.5.2022, sprich, wenn du es heute schaust, haben wir den letzten Tag im April, ne? Und wenn wir den 30.4. haben und wir schauen ab Montag bis Sonntag und am 8.5. nicht vergessen, ihr Lieben, dann ist Muttertag. Ne? Für diese Woche schauen wir natürlich ins Kollektivorakel hinein, in die Botschaften für Liebe, Beruf, Finanzen, Selbstständigkeit, Angestelltenverhältnis, natürlich auch Behördengelder. Ne? Das münzt immer so auf euch um. Oder wer ein Hobby hat, der kann natürlich auch den Anker dann als Hobby auch nehmen. Das ist individual, nicht individual, sondern das ist bei einem allgemeinen Orakel ist das nun mal so, dass die Karten verschiedene Positionen und Bedeutungen haben. Bei einem individual oder individuellen Orakel, ein persönliches Orakel für euch, da haben die Karten natürlich ganz feste, nicht einzigartige, aber feste Bedeutungen, weil dann werden die Karten auch oder den Karten wird diese Botschaft dann von mir auch mitgeteilt, ne? Genau, das ist deswegen halt ein allgemeines Orakel. Gerne dürft ihr bei mir eine persönliche Buchung auch buchen. Unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, auch in den Kanalinfos. Ich freue mich über eure Kontaktaufnahme und dann schauen wir in eure 36 Lennemore-Karten und natürlich ziehe ich auch immer noch andere Spezialkarten. Je nachdem, was es für ein Thema ist oder legt das keltische Kreuz auf euren Herzmenschen, Herzmenschen. Ne? Also das dürft ihr dann gerne auch anfragen bei mir. Jetzt begrüße ich aber erstmal meine lieben Abonnenten, die immer mit dabei sind beim Wochenorakel. Schön, dass ihr auch heute da seid. Schön, dass ihr auch ganz gespannt seid, was die Woche uns bringen wird. Und alle, die heute neu sind, euch begrüße ich natürlich auch recht herzlich. Schön, dass ihr hingefunden habt. Schaut parallel oder beziehungsweise nicht parallel, sondern bitte nach dem Video erst in die Playlist mal. Dann findet ihr auch noch mal Tagesbotschaften. Bei mir gibt es Tagesbotschaften immer, dann gibt es Spezialorakel und naja, schaut einfach, ihr werdet dann auch fündig und irgendwas wird euch mit Sicherheit auch dann gefallen. Ich hoffe es zumindest. Und dann freue ich mich auch sehr, wenn ihr ein kostenloses Abo hinterlasst. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Mitteilungen, Nachrichten von mir und auch natürlich die wichtigen Videos auch nicht. Ja, und an euch alle, das wisst ihr auch, ihr Lieben, ich freue mich über den Daumen hoch sehr. Damit supportet ihr mich dann und natürlich, wer noch kein Abo hinterlassen hat, das Abo ist kostenlos, aber es zählt natürlich für mich hier bei YouTube dann auch ganz viel. Deswegen ist es wichtig, dann auch eins abzuschließen. Das hört sich immer so mächtig an, aber wie gesagt, ein Abo ist kostenlos und kann auch jederzeit wieder weggemacht werden. Das ist ja nur ein Klick. Ist ja nicht wie bei anderen Sachen, wo man sich nur 1000 Sachen durchlesen muss. Aber okay, so, ich würde sagen, wir starten jetzt. Wir schauen uns jetzt die kommende Woche an, vom 2.5. bis zum 8.5. bis zum Muttertag. Schauen wir uns die Kollektivenergien an, im Liebe, Beruf, Finanzen, Selbstständigkeit, Behördengelder, Angestelltenverhältnis. Wie geht es uns? Was gibt es für Prio-Themen? Was ist wichtig zu wissen für die Woche? Was darf man angehen? Ne? Auch immer gute Impulse im Kollektivorakel, dann wissen wir auch, was wir tun dürfen. Oder vielleicht auch lieber erst auf die nächste Woche verschieben. So, dann mische ich jetzt noch einmal und lege uns jetzt die ersten Energien, die ersten Stapel hier hin. So, was haben wir da? Da haben wir die Blumen, das Frühjahr, da sind wir ja auch mittendrin, die Eulen und den Bären. Ja, zum einen das Frühjahr, klar, ne, ein bisschen stressig, vielleicht hier in Bezug auf Vater, Mutter, kann auch sein durch Chef, Chefin, kann eine Person sein beim Amt, wie auch immer, ne? Aber auf jeden Fall ist es halt, was heißt Stress? Also ich meine, man hat manchmal eine Auseinandersetzung, man hat manchmal Themen, die einen vielleicht beschäftigen, aber nichtsdestotrotz sind die Blumen hier wirklich das Schöne auch. Ne? Also es kann gut sein, dass wir trotzdem uns Gedanken machen, und, aber es wird sich alles, ne, zu unserem Gunsten, es wird alles sich so klären, wie wir wollen. Vielleicht ein Gehaltsgespräch, das wir führen, ne, wo wir ein bisschen Ängste vorhaben und so, was sagt er oder sie, ne, Vorgesetzte. Oder mit einem Kunden bei Selbstständigen oder bei Behördengesprächen und. Ne. Oder vielleicht ist es auch allgemein so, dass früher bei uns so, dass wir Themen nochmal anschauen, alte Themen. Der Bär kann im Kollektivorakel natürlich Vater und Mutter sein, ne, also es gibt Kindheitsthemen, die man nochmal anschaut, aber das ist auch okay, ne? Weil das ist so
unsere Vorbereitung auch für unser neues Leben, unser weiteres Leben, unsere Veränderungsprozesse oder Transformationsprozesse. Ne? Also das spielt alles mit einer Rolle. Und auf der anderen Seite kann auch sein, dass wir hier ein Geschenk bekommen von einer Person. Ne? Dass uns eine Person überrascht mit einem Präsent, mit Blumen, mit einem Essen, wie auch immer. Und ja, und eigentlich ist es aber hier noch erst eine Bekanntschaft, wie auch immer. Ne? Oder es ist vielleicht vom Ex-Partner, Ex-Partnerin und wir wissen nicht, wie sollen wir das jetzt zu nehmen wissen. Ne? Oder wie können wir darauf vertrauen oder wie ist das überhaupt? Ne? Also passt das alles und so. Schaut da richtig hin, das ist immer auch ganz wichtig. Ne? Das ist halt so, wie ihr euch fühlt. Und dann kann es aber auch letztendlich einfach in Anführungsstrichen nur unsere Stärke sein, dass wir noch nicht ganz in unserer Kraft sind jetzt im Frühjahr und dass wir immer noch gerne ein bisschen tiefer gehen wollen und so, ne, dass wir uns noch ein bisschen mehr spüren, dass wir mehr Leichtigkeit bekommen, mehr Motivation auch, Tatendrang, was zu tun. Und das kriegen wir durch den Bären halt auch. Ne? Also da kommt unsere Stärke auch wieder zurück, auch wenn sie jetzt erstmal noch ein bisschen an der Oberfläche ist oder wir uns vielleicht gerade noch nicht so fühlen, um Bäume auszureißen. Aber das kommt dann auch. Okay, ich lege die Karten jetzt aus, dann sage ich nochmal dazu, jetzt bevor vielleicht auch die Personenkarten kommen. Wichtig zu wissen, wir sind alle hier die Frau im Kartenbild, auch liebe Herren, ihr seid auch die Frau. Und der Herr im Kartenbild ist unser Herzmensch, Herzmenschen. Wenn ich natürlich für euch individuell lege hier, liebe Herren, dann seid ihr natürlich auch der Mann. Aber im Kollektivorakel, da wir mehr Frauen sind, ist das für mich ein bisschen einfacher. Okay, so, wir haben uns aber noch nicht gezeigt, wir wollten hier noch nicht an die Oberfläche. Auf jeden Fall ist die Woche so ein bisschen noch mit Unklarheiten. Ne? Wollen wir vorwärts gehen, wollen wir rückwärts gehen, was wollen wir hier? Ne? Aber es kommt Klarheit rein und gerade so in Entscheidungen auch, weil manche Sachen sind vielleicht so, die noch auf Eis geblieben sind oder auf Eis liegen derzeit oder vielleicht vertagt werden. Wir sind hier, wir liegen in unserem eigenen Hause auch. Frau und Mann, wir sind das alle hier, Fragesteller, Fragestellerin. Aber es kann gut sein, dass, ich sage ja immer so, die ersten drei Karten, die sind ja immer auch sehr wichtig, auch sich anzusehen. Sie sagen immer sehr viel. Ich gucke aber jetzt erstmal anzusehen, apropos, ob ihr alles sehen könnt. Ja, das muss gut gehen. Hier sind die Sterne und da ist der Bär. So, ersten drei Karten. Ne? Also es kommt hier so auf dem Reiter. Der Reiter ist immer so eine Aktivitätskarte. Es kann auch ein Treffen sein, es kann eine Botschaft sein. Auf jeden Fall positiv und schnell. Und dann bekommen wir Klarheit. Klarheit und Sicherheit vor allen Dingen auch für einen neuen Weg, für eine Entscheidung. Vielleicht müssen wir uns für irgendetwas entscheiden. Was heißt müssen wir? Wir dürfen uns entscheiden. Vielleicht hat uns jemand hier etwas präsentiert. Möglichkeiten. Und das sollten wir dann auch wirklich angehen und auch wirklich diese Entscheidung auch positiv also uns dafür positiv öffnen und diese positiv auch annehmen, weil wir haben den Sicherheitsschlüssel drauf und auf dem Sicherheitsschlüssel haben wir das Herz. Ne? Und es kann gut sein, dass es uns noch ein bisschen, weil ich habe vorhin mit den ersten Karten schon gesagt, ein bisschen Stress macht, ne? Weil wir haben jetzt auf den Eulen hier auch, ne? Auf dem Frühjahr hier, haben wir die Blumen auch drauf und da ist noch hier, ich sage mal, das Geheimnis drauf, das Verborgene, also dieses, das, was halt kommen möchte, ne, die neuen Optionen, neuen Wege, die würden uns auf jeden Fall gut tun. Auch wenn wir im ersten Moment vielleicht etwas anderes dafür gehen lassen müssen dürfen. Ne. Es kann jobbedingt sein, es kann sein, dass man hier wirklich ein Angebot bekommt für einen neuen Job. Und dann ist natürlich klar, dass was Altes gehen darf, muss, aber wir haben die Sicherheit da dran. Ne? Und wir haben ja auch das Altersglück mit dem Schicksal. Vielleicht kriegen wir wirklich durch jemanden eine Nachricht, eine Empfehlung. Und das ist mit den ersten drei Karten, mit den Blumen, mit den Eulen und den Bären auch vielleicht nochmal aufgezeigt gewesen, dass es gut sein kann, dass wir von jemandem, das kann Mann oder Frau sein, oder vom Chef, Chefin, eine neue Position angeboten bekommen, eine Veränderung, wie auch immer. Ne? Und es kann auch gut sein, dass das etwas ist, was vielleicht auch geldmäßig vielleicht nicht so lukrativ ist, aber es wird unser Herz hier mit Sicherheit erfreuen. Ne? Und es kommt mehr Harmonie und Stabilität ins Haus, gerade auch so, was Familie vielleicht manchmal betrifft. Ne? Das ist so auch wichtig und auch wirklich unsere innere Frieden hier auch. Komplikationen können dann auch geklärt werden, die können rausgehen. Ne? Und letztendlich ist es dann auch so, dass wir dann hier auch vielleicht einen neuen Vertrag wirklich an einem Unternehmen haben, ne, wenn wir jetzt beruflich das sehen, dass wir da Optionen haben, hin in Veränderungen auch. Und ja, manchmal ist es halt so, dass es vielleicht wichtiger ist,
Oder man sagt, also ich sag mal lieber das Erste wieder zuerst, sonst will ich wieder 10 Sachen auf einmal sagen. Es ist manchmal halt so, dass wir vielleicht was eintauschen, aber natürlich, wenn wir eine Selbstständigkeit anfangen, dann haben wir natürlich weniger Geld im ersten Moment, aber es erfreut unser Herz und letztendlich haben wir die Treue hier drauf liegen und Plötzlichkeit auch mit der Veränderung, ne? Wo auch dann nachher Geld kommt, ne? Aber am Anfang kann sein, dass wir da erstmal auch ein bisschen zurückstecken müssen. Aber wichtig ist ja, dass wir glücklich sind. Und dann kann auch sein, dass wir dadurch dann halt auch, wenn wir jetzt eine neue Position anfangen oder vielleicht manchmal auch beim Kundenauftrag oder ein Hobby zum Beruf machen, wie auch immer, ne? Dass da erstmal halt weniger da ist, aber es macht uns glücklicher. Und wir können das hier im Frühjahr umsetzen. Und das sind noch so Optionen, die noch in Anführungsstrichen, ja, was heißt im Geheimen, aber die sind doch im Verborgenen. Und das kommt dann auch durch Gespräche mit jemandem, ne? Der oder die euch gut gesonnen ist. Und das kann wirklich auch ein Familienmitglied auch sein. Ne? Es kann auch Vater, Mutter sein, weil wir haben die Schlange hier auch auf den Tacheles-Gesprächen. Aber es soll schicksalhaft, soll er sich im Frühjahr hier sich diesbezüglich was bewegen. Ne? Hier auch, und ich finde das auch ganz schön, wir haben letztendlich auch neben dem Unternehmen den Vertrag und auch die Sonne die höchste Karte. Hier sind die Blockaden drauf. Das ist genauso wie der Stress und Hektik und die Oberflächlichkeiten hier auf den Eulen sind. Aber letztendlich ist es nachher dann, ne, vom Resultat her, ist es eure Wunscherfüllung. Ne? Weil hier gucken wir, und das sind wir ja hier alle, gucken schon in die Wunscherfüllung rein. Mit den schnellen Botschaften, wo Klarheit reinkommt. Durch ein Unternehmen, ne? Durch ein Angebot. Und bei dem einen oder anderen wird es auch natürlich, wenn es jetzt nicht mehr in dem Sinne, münzt das bitte auch um, bei Kundenaufträgen, bei Selbstständigen auch. Ne? Das kann genauso, das ist das Gleiche in Grün. Oder vielleicht auch, wenn man Rentengelder, Behördengelder bezieht, ne? Wo man auch Klärungen hat, wo man vielleicht was anderes, vielleicht sagt man auch, okay, ich mache eine Kleinigkeit doch an einem Job und habe deswegen erstmal weniger, was ich normal von der Behörde bekommen würde. Ne? Man tauscht was ein, aber ich sage so, was man eintauschen, wo man vielleicht auch finanziell ein bisschen erstmal Verluste hat und vielleicht auch ein bisschen, ja, erstmal sich Gedanken macht. Das ist hier nichts Großes, ne? Die Mäuse sind nichts Großes, aber es ist nun mal da. Dann ist aber trotzdem wichtiger, hört auf euer Herz hier auch, ne? Weil das möchte hier mit Sicherheit auch wirklich wieder Treue, wieder ja, Vertrauen haben. Und wir haben es total schön, wir haben hier die Diagonale, unser Schicksal, ne? Mit dem Blume, mit dem Schönen im Frühjahr, wo wir gerade sind, das mit Sicherheit und mit dem Hund hier wirklich, dass hier Vertrauen, Treue, alles dann und das plötzlich. Und wenn wir das jetzt so sehen, es kommen plötzlich auch Nachrichten, positive Botschaften, ne? Vom Unternehmen, von Kunden, von Behörden, wie auch immer, die unseren Neuanfang hier auch absolut hier beeinflussen, unsere Stabilität auch. Ne? Wichtig ist, Klärungen noch vorzunehmen, ne? Also darüber auch zu sprechen. Vielleicht habt ihr auch ein Vorstellungsgespräch hier mit einer Frau oder Mann. Wie gesagt, im Kollektivorakel ist die Schlange und der Bär können, ne, auch letztendlich Mann und Frau beides sein. Deswegen ist es schon so, dass es münzt das auf euch um, ob die Situation da ist. Ne? Die Situation, wenn die dann da ist, ob das Mann oder Frau, da müsst ihr. Es geht ja darum, dass hier wirklich jemand eine Empfehlung vielleicht euch ausspricht. Wir haben auf jeden Fall, wir sind unserem Haus, das heißt, wir sind wirklich auch wichtig jetzt. Ne? Es ist wichtig jetzt, unsere Prozesse anzusehen. Es ist wichtig auch, unsere Wunscherfüllung zu leben. Ne? Ganz, ganz wichtig. Und Stagnation und alles hier, was Wachstum betrifft, das geht jetzt raus, weil wir haben auf dem Wachstum die Sonne. Noch sind die Blockaden da. Ne? Aber wenn wir Wunscherfüllung leben und sei es jobmäßig, ne? Oder halt, das kann auch manchmal hier ein Vertrag sein, auch bei einem Umzug, ne? Letztendlich ein Vertrag mit der Hausverwaltung oder so. Oder ein Kreditvertrag, weil man was kaufen möchte und deswegen hat man im ersten Moment weniger Geld. Ne? Münzt das wirklich, ist die Vertragskarte zu einem Kundenangestelltenverhältnis in der Behörde oder zu einem Unternehmen, Bank, Versicherung, Hausverwaltung etc. Ne? Das ist es halt so, dass dann, wenn wir das halt, wenn wir uns hier leben mit der Wunscherfüllung, dann kommt hier alles auch in den Fluss und die Klarheit kommt und wir haben Wachstum, wir haben wirklich die Sonne auf dem Wachstum. Und das ist so, wo hier auch nochmal Wachstum ist auf dem Außen, ne? Wo wir wirklich hier etwas erstmal gehen lassen, was ich vorhin auch sagte, was vielleicht finanziell oder natürlich sind die Fische auch im allgemeinen Kollektivorakel auch die emotionale Fülle vielleicht. Darf hier etwas dann in Anführungsstrichen gehen oder darf, ja, ich sag mal auch mal
nicht so schön sein. Ne? Letztendlich, was bleibt es aber dann, was oder was kommt auch, was wir umsetzen können, bleibt dann mit Wachstum wirklich auch die Sonne. Und wir haben den Fuchs auch im Haus des Fuchses. Und das ist auch wichtig hier. Fuchs guckt auch in die Familienkarte, in die Harmoniekarte, Balancekarte und alles. Es ist wichtig, jetzt an euch zu denken, an eure Vitalität, dass die Komplikationen jetzt hier rausgehen können. Und das kann hier wirklich, vielleicht ist es auch wirklich, sind es eure Eltern, die euch unterstützen. Oder vielleicht ist es auch ein Pärchen, ne? Also Schlange und Bär, die da Empfehlungen geben, was halt gut ist und was euch auf jeden Fall dann auch wieder in eure Stabilität und allem auch bringt. Ne? Auch eine Verbindung auch bringt. Auch manchmal sind auch Familienthemen zu klären und das ist auch wichtig, ne? Da sich auch zu lösen oder da halt auch bewusst mal Tacheles zu sprechen und bewusst mal sich auch zu behaupten und zu sagen, ne, bis hier und nicht weiter. Das kann auch alles sein. Auf jeden Fall, wir haben schon den Wachstum da, auch wenn etwas hier wachstumsmäßig vielleicht dann auch zu Ende geht, ne, wo man wirklich, was ich vorhin sagte, auch mit den Geldern vielleicht. Aber nichtsdestotrotz ist ja wichtig, dass auch Klarheit reinkommt, dass wir wissen, warum, weshalb, wieso. Und wenn wir auch, manche werden vielleicht auch mal einen Jobverlust haben, aber das ist zu euren Gunsten. Letztendlich ist hier wirklich das Alltagsglück und das Schicksal ist drauf, dass ihr einen anderen Weg einschlagen sollt. Also wenn ihr einen Fürsprecher habt oder irgendwie ein tolles Vorstellungsgespräch und ihr seid euch unsicher, dann schaut euch das trotzdem nochmal dreimal an, weil Wachstum kommt dann. Euer Herz wird auf jeden Fall hier in die Veränderungen kommen, in eure Stärke. Und Alltagsglück wisst ihr auch, und das Alltagskleeblatt ist für mich auch das Wachstumsglück. Wir bauen drauf auf. Ne? Und das ist unser Schicksal, dass es uns gut geht. Ne? Dass da wirklich so Komplikationen etc. rausgehen dürfen. Wir haben die Klarheit bei etwas, was noch vielleicht verborgen ist, was vielleicht hier wirklich einen Verlust bedeutet von der Verankerung. Ne? Das kann jetzt auch mit Personen betreffen. Da komme ich aber gleich auch nochmal zu. Aber es kann auch mit Verträgen zu tun haben. Aber letztendlich haben wir hier die Stärke oder den Fürsprecher mit dieser Person, mit der Wunscherfüllung. Ne? Und das ist so, was ich auch schon mal in anderen Orakeln gesagt habe, wenn ich das jetzt auf die Liebe auch münze, ne? Dann kann auch sein, dass hier etwas auch, ja, eine Verankerung nicht so gut läuft und man sich auch in Anführungsstrichen trennen muss, sollte, wie auch immer, ne? Ihr entscheidet das alles, um wieder glücklich zu sein, ne? Damit man wirklich sagen kann, ja, es ist wichtig, diese Trennung, ne? Aber bei manchen wird es auch so sein, dass eine Trennung revidiert wird, dass man wieder hier, wir haben hier neben der Trennung wieder die Verbindungskarte, die Sonne aus dem Außen, bei Treffen, ne, wo Wachstum da ist mit dem Glück, wo jetzt noch Blockaden da sind, weil man vielleicht auch nicht weiß, ob man das möchte und so. Aber wir haben hier auf dem Turm halt auch den Sarg. Das ist ja auch nochmal so, der Turm spricht ja vom Ende, der Sarg auch. Das heißt, es revidiert sich, ne, es ist Möglichkeiten wieder mit emotionaler Fülle auch gesegnet zu sein. Ne? Also sprich, wenn wir jetzt über die Liebe sprechen. Hier, aus Freundschaft kann Liebe werden, ne? Wenn ihr jemanden habt. Wir haben ja die Sonne, wir haben den Fuchs, wir haben den Anker und wir haben den Hund in unserer Mittellinie. Das heißt hier wirklich so, manchmal Energieverluste halt auch, die da sein können, ne? Weil wir einfach diese Themen haben. Aber wir sind jetzt unheimlich in so einem Prozess. Wenn wir in unserem Hause auch liegen, heißt das hier wirklich, wir sind unheimlich wichtig. Und es ist wichtig, diese Themen auch zu bearbeiten. Ne? Das Schicksal möchte es jetzt letztendlich. Ne? Auch manche alten Themen, Mutter-Vater-Themen oder Vergangenheitsthemen, damit Wachstum wieder kommen kann, damit die Blockaden hier definitiv rausgehen können. Und damit man darüber spricht, vielleicht gibt es hier Aussprachen, die getätigt werden müssen, um auch Glück zu spüren, um auch vielleicht wieder, was ich vorhin auch sagte, eine Trennung zu revidieren, weil wir haben auf dem Bär auch hier Neuanfang, Wachstum und die Harmoniekarte, die Familienkarte, wenn geredet wird, ne? Wenn hier noch Komplikationen sind, ne? Oder wenn hier noch eine Partnerschaft bei ihm oder ihr sind, dann ist auch wichtig, darüber auch zu sprechen, ne? Weil er oder sie liegt halt auch auf der Trennung, hat die Klarheit schon im Kopf, hat die Wunscherfüllungen in seinem, ihren Hause, ne? Mit dem Ende sozusagen, ne? Und das ist halt, was ich vorhin sagte, die Transformation, das Ende hier zu euch, dass es hier wieder revidiert wird, wieder Wachstum in Gefühlen kommen, mit Sicherheit, mit der Verankerung, wo, ne, letztendlich irgendetwas auch aus dem Außen manchmal entschieden wird, wo ihr im ersten Moment vielleicht auch nicht unbedingt damit konform geht oder euch das in Anführungsstrichen wünscht, aber es wird euer Glück sein, ne? Weil so bekommt ihr wieder Wachstum. Jetzt ist es halt noch blockiert, ne? Das Glück halt auch. Und
diese Seelengefühle hier und die Treue auch. Ne? Das ist alles hier verletzt und vielleicht ist auch was vorgefallen mit eurem Herzmenschen, was euch sehr, sehr verletzt hat, ne? Wo ihr enttäuscht wurdet, wo ihr vielleicht auch betrogen wurdet und. Ne? Aber da ist wichtig, dann miteinander zu sprechen, zu schauen, ne? Wie wichtig ist dann die Person, wie wichtig sind die Komplikationen, die Themen, die er oder sie hat. Ne? Das muss ja nicht immer mit einer Person zusammenhängen, hat es aber natürlich öfter mal. Aber hier geht es ja um euer Glück, ne? Und das Herz liegt auf der Sicherheit. Und die Partnerschaft haben wir hier auf dem Schiff hier, beziehungsweise das Schiff liegt auf der Partnerschaft. Was für mich auch hier heißt, das ist hier alles ein Bewegungsprozess, wo darüber gesprochen wird halt auch hier. Ne? Und die Liebe kann hier sich auch vertiefen dann mit neuen Entscheidungen und das mit Sicherheit auch zu einer Verankerung kommen kann. Ne? Entweder eine weitere, man ist zusammen, es ist was vorgefallen und man redet miteinander und macht aus dem Ende, was da gewesen ist, macht man wieder einen Neuanfang. Oder halt wirklich, ne, jemand ist da auch in der Drittkonstellation und dann gibt es halt auch, dass man im Endeffekt da auch merkt oder beziehungsweise darüber dann spricht, dass halt, wenn es Komplikationen sind oder wenn es halt eine Dame, ein Herr noch ist, ne, eine Drittkonstellation, dass man halt überlegt, ob man mit der Person dann wirklich zusammenbleiben möchte oder zusammenkommen möchte überhaupt, weil einfach viel vorgefallen ist oder weil man einfach nicht mehr warten möchte. Ne? Und wichtig ist halt die Kommunikation, weil dann kann man auch die Komplikationen etc., ne? Die Verbindung auch zu sich selbst, die Verbindung halt auch zum Herzmenschen auch lösen. Ne? Und auch Neustarts dann auch wagen mit Ex-Partner, Ex-Partnerin. Also das ist hier alles in dem Sinne halt auch möglich. Aber es wird auch so sein, dass vielleicht der eine oder andere sagt, nee, es reicht mir jetzt und ich möchte nicht mehr. Und dann ist man wieder offen. Und ich sage euch, ihr seid dann offen, ihr habt das große Glück auf dem Wachstum liegen. Ne? Ihr habt Wachstum schon im Kopf. Aber ihr habt auch diese Schlange, ne? Die halt schicksalhaft vielleicht noch da ist, oder die Komplikation. Oder sind es Mutter- und Vater-Themen bei euch noch, ne? Die noch da sind, die euch nicht diese Verbindung richtig auch zu euch selbst leben lassen. Ne? Und dadurch ist natürlich auch, man muss da manchmal ausbrechen. Ne? Und das ist auch hier mit dem Sarg auf dem Turm, wenn man das jetzt auf sich auch bezieht. Wichtig ist dann auszubrechen, die Themen aus der Vergangenheit zu klären, wenn da noch was aus der Kindheit auch da ist. Oder. Und dann endlich in den Wachstum auch zu kommen, weil er möchte nicht mehr blockiert werden. Hier möchte Stabilität rein, Sicherheit, Harmonie, Ankommen. Ne? Mit neuen Entscheidungen, gerade auch hier, ne, die Blockaden auf Seelenebene, die möchten weg, definitiv. Und Entscheidungen, neue Wege kommen mit Sicherheit hier in der lieben Liebe. Da habt ihr wirklich die Sicherheit auch schon drauf. Die Veränderungen mit der Treue und allem. Und das ist alles, was noch gar nicht so spruchreif ist. Aber das wird sich hier tun. Aber bei manchen wird es auch so sein, dass man zwei Kandidaten hat und dass man sich für einen dann halt oder einen nee dann entscheidet. Ne? Oder wirklich sagt, okay, ich bin jetzt lang genug mit dieser Person zusammen und irgendwie ist da nur Betrügerei und. Ich trenne mich jetzt und das plötzlich dann auch. Aber das ist gut dann auch. Ich sage euch wirklich, es ist gut. Genauso wie auch, ne, wenn ihr es auch nicht hören wollt, bei manche wollen es nicht hören, bei Ex-Partner, Ex-Partnerinnen, die sich transformiert haben, wo halt die sich neu entwickelt haben, wenn die also neu entwickelt haben, die sich verändert haben, also sprich eine Entwicklung durchgegangen sind. Ne? Und gerade in den letzten beiden Jahren haben sich da diesbezüglich, ich habe in meinen Coachings und in meinen Beratungen bei den Kartenlegungen auch oder bei den klassischen Coachings, die ich mache, öfter diese Themen. Und dann soll das auch so sein, ne? Dann ist das auch wichtig. Und bei dem einen oder anderen wird es auch hier Geldthemen, ne, wird es an Geldthemen hier auch oder Themen da sein, wo halt, ja, wo man halt auch, ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn man jetzt jobmäßig das sieht, ist das nicht ein großer Verlust, aber wenn wir jetzt nicht vom Job her sehen, sondern Geld allgemein, geht auch hier in die Veränderung und es kommt hier Nachricht, ne, schnell, also in dem Sinne durch den Reiter auch schnell hier mit Wachstum auch, sodass auch Gelder wieder reinkommen, ne, sodass das Alltagsglück, das Alltagswachstum hier auch gut wieder, gekittet wird, ne, dass man gut leben kann und das auch schicksalhaft. Auf der anderen Seite haben wir das Geld hier und die Begegnungen, Treffen etc., Kommunikation, Telefon, das ist ja alles mit der Verbindungskarte auch. Ne? Das ist in dem Sinne auch hier Verträge auch mit Behörden, was ich vorhin sagte oder so, wo auch Gelder nochmal on top kommen können, jetzt unabhängig, ne, vom Job im Endeffekt. Aber es kann auch gut sein, dass halt, was ich vorhin auch sagte, gerade wenn wir jetzt bei der lieben Liebe sind, dass halt wirklich Gefühle halt sich auch verändern. Ne? Dass man durch Gespräche halt
entweder sagt, okay, wir machen hier einen Neustart, wenn das Thema aus der Vergangenheit ist, oder wenn man die in der jetzigen Beziehung oder jetzigen Herzmenschen sagt, nee, es geht halt jetzt nicht mehr. Ne? Und, aber dann denkt wirklich, dass es auch dann wichtig ist, dass es euer Prozess und hier sind viele Themen im Gange. Ne? Für mich sind auch viele Vergangenheitsthemen dran. Aber wichtig ist, dass ihr in die Wunscherfüllung schon guckt. Und da haben wir schon einen Reiter drauf, mit der Klarheit auch, ne? Die wirklich dann auch dann kommen möchte. Und das möchte ein Ende haben. Auch Isolation möchte ein Ende haben, dass ihr endlich mal wieder präsent nach draußen geht. Also gerade so ihr lieben Singles, ne? Ihr wartet ja jetzt auch schon hier drauf. Ihr habt hier jemanden, den ihr kennenlernen könnt, mit hoher Spiritualität auch, ne? Und ist auch aktiv unterwegs und möchte halt für sein Leben auch, ja, ich sag mal, Klarheit und möchte Ehrlichkeit auch so. Ne? Hat auch jetzt noch seine Themen hier, ob das jetzt mit einer Dame ist, mit einem Herrn ist, wie auch immer. Es kann auch sein, dass der Verlust immer noch an ihm oder ihr hakt. Aber letztendlich ist hier Bodenständigkeit und Wachstum generiert mit dem höchsten Glück, wo jetzt vielleicht dadurch hier noch ein bisschen die Themen da sind. Also das soll auch euer Schicksalspartner sein. Ne? Und das ist ja hier, wir haben auf dem Schicksal auch hier den Bär mit dem Neustart. Auch die Familienharmoniekarte hier auch neben dem Frühjahr direkt. Also es kann hier gut sein, dass hier wirklich dann nochmal Aussprachen sind und dass halt nochmal was kommen darf, was gewesen ist. Aber ansonsten, wenn es jemand Neues ist, ist das hier auf der Ebene hier wirklich auch euer Schicksalspartner. Ne? Und ja, das ist, ich denke mal, es ist auch schön zu sehen. Und wir haben die Spiegelung zu den Wolken. Ist das Buch hier noch? Und ja, das ist, heißt auch für mich, dass es jemand ganz Neues auch sein kann. Ne? Aber schaut da halt hin, weil er oder sie wird vielleicht noch dran zu nagen haben an der letzten Beziehung oder hat wirklich hier jemanden auch so verloren. Und, aber wenn wir den Baum, und wir haben jetzt hier in seinem, ihren Karree, kann ich jetzt nur diese 6 Karten nehmen. Wir haben den Baum hier und wir haben auf dem Baum die Glückskarte. Das heißt auch hier im Außen, ne, seid unterwegs auch, und aber es heißt hier, dass peu à peu sich da was entwickeln kann, dann auf jeden Fall. Ne? Wenn ich jetzt uns hier rössel, habe ich ihn oder sie auf der Seite, auf der anderen Seite habe ich das Frühjahr, das Schöne halt auch. Also es soll wirklich jetzt im Frühjahr so sein, dass hier die Wunscherfüllung, wenn es euer Thema ist, die Liebe, auch kommen darf. Ne? Geht raus, seid aktiv, ne? Macht was, ne? Dann kommt umso mehr Klarheit. Man kriegt ja auch mehr Motivation, wenn man sich im Außen auch befindet. Und das ist auch vielleicht, was ich auch sagte, ist vielleicht auch das Geheimrezept hier, ne? Neben der Sonne halt auch den Turm, dass man halt wirklich aus Isolation rausgeht, ne? Weil es ist halt nicht richtig, wenn man sich die ganze Zeit einigelt, ne? Dem auch ein Ende setzt, damit man auch offen ist für jemanden Neues in dem Sinne. Er oder sie hat auch hier die neuen Wege, die Optionen, die Möglichkeiten, auch dann mit euch im Sinn, ne? Und das hier mit Sicherheit mit der Liebe, halt auch im Frühjahr. Ihr Lieben, ihr wisst, ich könnte jetzt noch, ne? Wunscherfüllung hier mit dem Bären, da sage ich jetzt nicht mehr zu, da habe ich auch schon ganz viel gesagt, ne? Wo auch Nachrichten, Aktivitäten kommen. Deswegen sage ich, es sind hier wieder so, dass hier auch 2 Kandidaten hier sein können, wo man sich auch entscheiden darf. Oder es ist ein Kandidat aus der Vergangenheit, ne? Aber wichtig ist immer, und das ist das, was ihr aus diesem Orakel hier auch ganz klar bitte mitnimmt, dass hier wirklich, wir haben die Sonne auf dem Wachstum, ne? Und wir haben Wachstum schon aus dem Außen mit Treffen und alles in unserem Kopf auch schon direkt. Also wir sind schon ganz nah dran, auch wenn es jetzt noch ein bisschen blockiert ist, ne? Genauso hier mit der Verankerung. Wir haben hier Neustart in Verbindungen, in Verträgen, ne? Verankerung in jeglicher Hinsicht, was ich vorhin auch sagte. Das münzt ja immer auf euch um. Da ist die Bewegung drauf. Die neuen Entscheidungen hier auf jeden Fall und das hier mit Sicherheit und das auch mit Herzangelegenheiten und das auch mit Liebe. Ne? Herzangelegenheiten sind ja nicht immer nur klassisch die Liebe. Es können auch Herzensprojekte sein, die wirklich hier mit der Treue und allem auch da sind. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und freue mich natürlich, wenn wir nächsten Samstag hier wieder zusammen nicht uns das Orakel anschauen, ihr euch das Orakel anschaut und ja. Ich wollte noch was anderes sagen, jetzt habe ich aber den Faden verloren, macht aber nichts. Ne? Also eine gute Woche für euch. Alles Liebe, dicken Drücker. Ich freue mich über den Daumen hoch, ich freue mich über private Anfragen und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Orakel wiederhören. Bis dann. Tschüss.